Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elex. Ich bin zu euer Justin und ich wünsche euch einen wunderschönen angenehmen Tag. Wir sind mit Kaya unterwegs wieder mal. Beziehungsweise sind jetzt mit Kaya erstmal unterwegs. Wobei ich denke, dass wir wieder auf Duras wechseln werden demnächst. Aber ich gucke erstmal, ob... Bleib hinter mir! Gott, der macht hier etwas seltsame Geräusche. Häscher? Was zum Fick bist du? Scheinst auf jeden Fall. Au, au. Ein bisschen was auszuhalten. Ja, zu zweit ist es möglich, dich zu besiegen. Ah, wunderbar. 90 Erfahrung gibst du. Nicht schlecht. Einen Moment. Ich kann nicht schreiben heute. So, ich muss halt einfach mal so in Steam antworten und sagen, ne, gerade keine Zeit, nehm auf, hab so viel Spaß mit Elex. Hör keinen Bock auf euch, ich hab mit Elex mehr Spaß als mit euch. Aber hier gibt ich nix weiter. Gibt's hier wirklich nix weiter? So null? Ganz ehrlich, ich schlafe erstmal eine Runde. Ich halte es nicht mehr aus, wenn es so dunkel ist. Ich stehe auf und sehe sofort ihr Gesicht. Aha, was wohl passiert ist heute Nacht? In der postapokalyptischen Welt? Warum nicht? Hier scheint es ja wirklich nichts zu geben. Und irgendwas will uns scheinbar gerade angreifen. Oder auch nicht. Warum diese Musik? Ich will nur hier oben hin. Eine gute Gabel mitnehmen. Eine Handgranate sah wie ein Energiespeicher aus, aber okay. Kleiner Elixierbeutel. Sanftes sogar sanftes Klopapier. Was ist denn da unten? Ach so, nur die. Ach da! Ich mag dich jetzt schon nicht, Hesche. Und? Schön. Gut. Nein, jetzt ist er runtergefallen. Ich wollte ihn noch plündern. Was haben wir hier vorne noch weiter? Ist nix. Das ist einfach nur ein kleiner See hier. Um echt zu sein, möchte ich eigentlich mal wieder da oben hin. Weil da scheint ja jetzt... Da scheint ja das Lager Separatisten zu sein. Aber wir gehen erstmal hierher. Und ich glaube, ich nehme Kana sogar mit. Die scheint sogar noch am besten damit dafür geeignet zu sein. Ich gehe mal kurz wieder gucken. So. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Ja, das meinst du, was ich hier mache? Ich will mal kurz gucken, wie viel brauche ich für dieses, für diesen Zweihänder? Ignus Artifacts. Geschicklichkeit brauche ich noch
50 und noch 11 Stärke. Ich glaube, ich nehme dich erstmal mit. Also scheinbar brauche ich auch eine Menge Geschicklichkeit, aber nur noch 11 Stärke. Moment, dafür gehen wir hier rauf. Ah, da war ja was. Das kostet ja eine Menge jetzt. Nee. Dann erstmal runter wieder. Konstitution. Dauerhaft Lebensenergie. Fähigkeiten zu erlernen. Agilität und Gewandtheit. Gerissenheit. Das Stimmkapazität. Überleben. Rüstung. Alle Teleporter auf der Karte. Ist eigentlich gar nicht schlecht, so alle Teleporter zu erkennen. Konstitution, Stärke, Abenteuer brauche ich Intelligenz. 40 Intelligenz. Boah. Schaffe ich nicht. Extra Headpoints. Ausdauer. Erhöht deine Ausdauer. 30 Konstitution brauche ich dafür. Ausdauer kann ich. Und extra Headpoints. Hier Lebenspunkte mit jeder Stufe sogar. Dann muss ich noch irgendwo 200 Elexit auftreiben. Und wenn ich 200 Elexit auftreiben kann, dann ist GG. Friedlicher Schakal. Kann ich dir sagen, dass ich noch was hab? Nein. Bring mir etwas bei. Alle. Überleben. Damit sollte ich jetzt Abenteurer. Ja, extra Hitpoints kann ich aber. Und Ausdauer. Ja. Erhöht deine Ausdauer. Das nächste brauche ich 60 Konstitution. Ach du Scheiße. Und ich brauche halt noch 200. Zeig mir deine Wahl. Dafür brauche ich auch eine Menge, aber das hat 82. 82 ist schon eine Menge. Missionen geben mehr Erfahrung, erhöht die Ausdauer. Das kann nicht schaden, aber kostet halt 1500. Mal gucken, ob ich irgendwas verkaufen kann. Und Rüstung. Werkerhose. Muss ich. Das bin ich. Schnaps, Brause, Suppe. Gut, halt eine Konservendose. Trockenfleisch, behalte ich lieber. Gebrannten Fleisch auch. Wein. Gesundheit, aber. Nein, danke. Wasserflasche. Brauche ich auch nicht. Apfel auch nicht. Großfleisch kann ich noch machen. Setzerbrot kann eigentlich auch alles weg. Asselfleisch auch. Energiespeicher behalte ich lieber. Genauso wie Tränke. Und Kräuter eigentlich auch gerne. Lebenssaft. Das sind Jagdsachen, die wollte ich auch erstmal. Elektroschrott, Quälband, Metallschrott, Goldbrocken, also Dietrich, Magnesiumhacke, altes Buch, Schriftstücke, bla bla bla. Hammer. Ich dachte, davon will ich ewig viele. Besen gibt es ja auch einen. Krüge habe ich auch wieder so viele. Vorzange wollte ich auch erstmal. Gute Gabel weg, guter Löffel weg, aber die behalte ich erstmal. Das ist das sanfte Klopapier, das weiß man nie, das kann nie schaden. Zigarette gibt es bestimmt auch Leute, die eine Menge dafür geben. Nordtranke.
Damit kann man einen Stim herstellen, der eine Zeit lang einen höheren Überlebenswert bewirkt. Stim. Wert. Plus 5 Überleben. Ja. Lass uns noch was beibringen. Und zwar extra Hitpoints. Und Überleben plus 1. Ach, somit kriege ich Überleben. Ah. Indem ich einfach nur Lernpunkte da drin habe. Persönlichkeitslehrer, Berserkerlehrer, Ordlerlehrer, Klerikerlehrer. Geschwindigkeit, Handwerk. Und Kampf. Kampf habe ich auch schon 2. Überleben habe ich 2. Persönlichkeit hätte ich gerne noch was. Es kostet halt alles auch Geld. Das Geld habe ich gerade nicht. Aus, bitte. Bitte. Was haben wir hier unten? Achso, hier ist einfach nur das und nichts weiter. Gut. Und weiter nach vorne, weiter nach vorne, weiter nach vorne. Wo wollen wir denn lang? Ich will zum lila Marker, will ich. Das heißt hier lang. Weiter Richtung Norden. Und dann mit den Separatisten Kontakt aufnehmen. Hm. Jetzt habe ich mehr Ausdauer und mehr Health. Ich nehme mal 2 davon mit. Sind das da hinten Alps? Das sind die Alpseparatisten, ne? Kerak, so trifft man sich wieder. Lass dich nicht wie. Nein, passiert mir nicht. Keine Sorge. Ja, schön, dass ich die auch mal wieder sehe. Ich habe nun so einiges gemacht, aber mittlerweile sehe ich die auch wieder. Cool. Es finde ich gut zu wissen, dass nach all dem, was passiert ist, ich die doch nochmal wieder sehe. Geradeaus und dann links. Bei der nächsten Gabelung. Okay. Okay. Und dabei hoffen, dass ich nicht sterbe. Die Taste war das. Gefährliche Gegend. Na, warte! Aua. Ja, aber ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ja. Wie ich mir schon dachte. Da oben will ich nicht lang. Lege ich mich lieber hier unten mit den wilden Biestern an. Ah, gleich 2 Stück. Aua. Aua, das gefängt. Das gefällt mir nicht. Sowas mag ich überhaupt nicht. Okay, also muss ich doch noch ein bisschen weiter abseits des Weges gehen. Da hätten sie ja nur ein einzelner Hornwolf, der ist ja nicht das Problem mittlerweile. Ja, mittlerweile habe ich auch. Oh, das ist schön. Mit mehr Ausdauer hilft mir gerade wirklich hart. Nur schade, dass alles so teuer ist mit den Skills. Hm, 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 hm.
Da unten führt der Weg lang. Da ist eine Brücke. Genau. Und da oben will ich noch hin. Ich könnte wetten, hier oben bei den Separatisten. Separatisten. Hahaha, Steinklauen, die. Nein, danke. Die können wir gern gestohlen bleiben, die Steinklauen. Deren Gesellschaft genieße ich nicht wirklich unbedingt. Hundertprozentig. Ah, oh, ich hab's hier oben rauf geschafft, Gott bless. Ah. Oh, hier wird das Elex konvertiert. Gut zu wissen. Das heißt, ich muss einmal von der anderen Seite daran kommen, ha? Ich laufe einfach einmal drumherum. Das sollte nicht das Problem sein. Moment, das ist das Separatistenlager. Daher werden die mich wahrscheinlich nicht angreifen, oder? Nein, die werden wir nicht angreifen. Wunderbar. Separatist. Konverter Südabesser. Gut. Oh, durch den Schnee laufen, das ist schön. Das ist schön. Wer bist du? Separatist. Die könnte ich sogar alle, mit denen könnte ich sogar wirklich was machen. Gefährliche Gegend. Ja. Machtwelle. Was auch immer das ist. Separatist. Separatist. Jax, die Bestie von Xarkor. Als man mir sagte, du seist hier, hatte ich es erst nicht geglaubt. Man sagt, du seist exekutiert worden. Sie haben es versucht. Ich hatte Glück, schätze ich. Gestern hätte ich noch gerne den Kopf des effektivsten Feldherrn, den Magalan je gesehen hat, aufgespießt auf einem Speer gesehen. Heute wendet sich das Blatt und du stehst als Vogelfreier vor mir. So ändern sich die Zeiten. Also, was kann ein Abtrünniger der Alps für den anderen tun? Ich brauche eure Unterstützung. Warum sollten wir dir helfen? Ich bin kein Alp mehr. Und ich bin nun auf mich allein gestellt. Wenn die Alps mich aufspüren, werden sie nicht zögern, mich zu jagen und zu vernichten. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, euer Kampf gegen die Elexitoren ist meinem sehr ähnlich. Das ist zu wenig. Niemand hat deine Gräueltaten je vergessen, Bestie von Xarkor. Nur allein, weil du unser Versteck entdeckt hast, müssten wir dich auf der Stelle töten. Beenden wir das hier. Auf die Knie. Ihr Idioten solltet besser zuhören, anstatt sofort die Waffe zu ziehen. Selbst deine Erregung wird dich nicht retten. Sie ist nur Ausdruck deines Elex-Entzugs. Eure Engstirnigkeit ist der Grund, warum ihr euch immer noch in Löchern verkriecht und euren Kampf niemals gewinnen werdet. Was weiß ein von den Elexitoren Verblendeter wie du schon von unserem Kampf? Aber gut, du bekommst Zeit für 3 Argumente. Dann werden wir über dich richten. Oh Gott. Elexitor Kallax ließ mich exekutieren. Und ihr kämpft gegen die Elexitoren. Ja. Unser Kampf richtet sich nicht gegen das Volk der Alps, nur gegen ihre geistigen Führer. Seit die Elexitoren das Oberkommando übernommen haben, sind unsere alten Werte verfallen. Und du warst der hörigste und effektivste ihrer Handlanger. Elexitor Kallax, der Dämon der Eiswüste, war dir dein Leben lang so nah wie kein anderer.
doch auch ein fallengelassenes Werkzeug bleibt immer nur ein Werkzeug. Komm, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich könnte mein Wissen über Stellungen und Marschbefehle der Alp-Commander mit euch teilen. Dein Wissen ist Wochen alt. Du weißt selbst, wie flüchtig solche Informationen sind. Ah. Es ist schwer. Eine Chance habe ich noch. Du wirst es nochmal bereuen, mich hier so vorzuführen. Das macht deine Situation nicht besser. Du solltest lieber noch einmal darüber nachdenken. Der Elex-Verlust lässt mich Dinge fühlen, die ich vorher nicht kannte. Im Gegensatz zu den Alps haltet ihr euren Elex-Konsum im Zaum. Das ermöglicht euch ebenfalls, empathische Argumente in eure Entscheidungen einfließen zu lassen. Das ist wahr. Doch sagt mir mein Gefühl, dass es besser wäre, dich zu töten. Deine Zeit ist um und deine Argumente überzeugen mich nicht. Aber ich werde dir trotzdem die Gelegenheit geben, deinen Wert unter Beweis zu stellen. Warum? Es ist höchst ungewöhnlich, wie schnell du den Weg zurück ins Leben gefunden hast, obwohl du so intensiv der Macht der Maschine verfallen warst. Du hast dich schon bemerkenswert lange gehalten. Ich bin neugierig, wohin die Kraft der Emotionen, mit denen du zu kämpfen hast, eine eiskalte Tötungsmaschine wie dich führen wird. Elexitor Kallax muss aus dem Verkehr gezogen werden. In dem Punkt sind wir uns einig. Er ist nach dir die größte Bedrohung für die Alps. Und für alle anderen. Kallax ist verantwortlich für die vernichtendsten Vorstöße der Alps gegen die freien Menschen. Das ist wahr. Man sagt, er hätte deinen Platz eingenommen und führt nun seine Armeen mit eiserner Hand in die Schlacht. Aber das ist nicht alles. Genügt das nicht? Kallax war viele Jahre an deiner Seite. Schlussendlich hat er dich verraten und versucht, dich zu töten. Jetzt willst du deine Rache. Ein sehr emotionales Ziel, findest du nicht? Doch, ja. Und wenn schon, es ändert nichts an den Fakten. Es wird schwer, einen klaren Kopf zu behalten, wenn Rachegedanken dich übermannen. Es ist noch zu früh, um die Elexitoren direkt anzugreifen. Das ist klar. Wenn sie dich finden, werden sie dich vernichten. Das ist auch klar. Vorerst musst du verhindern, dass die Elexitoren von deiner Wiederauferstehung erfahren. Dein Gleiter ist in Edan abgestürzt. Jeder weiß das und hält dich für tot. Doch falls du bei deinen Wanderungen durch Edan von den Alps gesehen worden bist, könnte das fatale Konsequenzen für dich haben. Was kann ich tun? Vernichte die Stellungen der Alps in Edan, bevor sie Meldung über dich machen können. Meine momentane Kampfkraft könnte ein Problem sein. Je mehr Zeit du verstreichen lässt, umso größer ist das Risiko. Was ist dein Interesse daran? Glaub mir, mir gefällt der Gedanke nicht, Alps zu opfern. Doch die Stellungen in Edan stören unsere Operationen dort. Das heißt, dass du mich euren Job in Edan erledigen lässt. Du willst unsere Hilfe? Wir profitieren von deiner Kampfkraft. Also gut. Wo finde ich die benannten Stellungen der Alps in Edan? Rund um den stillgelegten Konverter in Edan sind immer noch einige Alpsoldaten, die ihn beobachten und bewachen. Ich gebe dir die Koordinaten in deinen Adjutor ein. Okay. Ich fand den Dieb, der mich während meiner Bewusstlosigkeit in den Bergen bestahl. Das heißt, du hast jetzt die Ausrüstung eines Alp-Commanders zurückerhalten? Nein. Zumindest hast du jetzt Gewissheit, was mit deiner Ausrüstung passiert ist. Gut, aber da ist noch einiges zu erledigen. Komm wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Ich will meine Macht zurück. Natürlich willst du das. Du warst der mächtigste Feldherr der Armee. Durch deine Elex-Magie sind Heere gefallen,
und sie lehrte den freien Menschen das Fürchten. Doch das ist nun vorbei. Das Elex ist aus deinem Körper gewichen. Du wirst alternative Wege finden müssen, um wieder neue Macht zu erlangen. Wie? Die freien Menschen selbst sind deine einzige Chance. Du musst ihre Kampfkünste, Waffen und Rüstungen assimilieren. Je mehr du über ihre Fähigkeiten und Strategien erlernst, umso stärker wirst du werden. Alternative Verteidigung. Welche Gemeinschaft ist die effektivste? Das hängt davon ab, welche Waffengattung und welche Fähigkeiten du bevorzugst. Die Berserker sind mächtige Magier, jedoch haben sie sehr antiquierte Ansichten über Nahkampftechniken und Fernwaffen. Wenn du es lieber mit Schusswaffen der alten Welt hältst, sind die Outlaws in der Wüste im Süden vielleicht eine Option für dich. Solltest du eher die hochtechnisierte Energiewaffe bevorzugen, gehst du dann doch besser zu den Klerikern in den Osten. Wie du dich auch entscheidest, du wirst ein Teil der jeweiligen Gesellschaft werden und zumindest zeitweise ihre Ideale vertreten müssen. Wo finde ich noch gute Ausrüstung? Wie schon gesagt, die freien Menschen bieten eine Menge Möglichkeiten an, vor allem in ihren Städten. Doch findest du auch in den Ruinen der alten Welt immer wieder etwas Brauchbares. Besorge dir so schnell wie möglich anständige Waffen und robuste Kleidung. Warum die freien Menschen? Was ist mit euch? Wir mögen ähnliche Ziele haben, doch sind unsere Beweggründe verschieden. Wir haben all die Jahre nur überlebt, weil wir auf die richtigen Rekruten gesetzt haben. Rekruten? Du meinst Terroristen? Siehst du, genau das ist es, wovon ich rede. Nein. Das Risiko, dich in unseren Reihen schalten und walten zu lassen, gehe ich nicht ein. Wie rechtfertigt ihr Separatisten euer destruktives Handeln? Wir lassen uns nicht gerne in die Karten schauen. Schon gar nicht von jemandem wie dir, Bestie von Xarkor. Doch werde ich dir einen kleinen Einblick in unsere Pläne gewähren. Denn auch du bist Teil unseres Volkes. Ihr seid verblendet von der Hatz und Propaganda der Elixitoren. Wir Separatisten werden euren Einfluss auf die Länder der freien Menschen schwächen. Wir werden euch dazu zwingen, euch wieder auf den wahren Zweck und die Bestimmung der Direktive zu besinnen. Kälte wäre zu niedrig. Ich gehöre nicht mehr zum Volk der Alps. Deine Wurzeln werden immer ein Teil von dir sein. Das oberste Ziel der Direktive ist es, das Elex zu fördern und nach Xarkor zu bringen. Ja, aber zu welchem Zweck ist doch das Entscheidende? Du weißt besser als ich, was es bewirken kann und welche Risiken es birgt. Nahe der vollkommenen, synthetischen und restlos emotionslosen Evolutionsstufe haben die Elexitoren den klaren Blick auf die Dinge verloren. Erst wenn sie wieder von der Bildfläche verschwunden sind, werden die Alps wieder ein freies Volk sein. Die Alps zu schwächen bedeutet, dass die freien Menschen an Macht gewinnen werden. Wir haben überall auf Magalan unsere Agenten und Scouts. Sobald eine der anderen Gemeinschaften den Alps gefährlich werden könnte, werden wir das verhindern. Um die Kontrolle zu behalten, braucht ihr mehr Männer. Nur das Ergebnis zählt. Und wir sind mittlerweile sehr effektiv. Du hast es vielleicht schon vergessen, doch war Effektivität auch einmal eins deiner wichtigsten Werte. Wie wollt ihr die Alp schwächen? Dafür gibt es nur einen effektiven Weg. Wir müssen die Konverter abschalten. Okay. Ja, weg mit den Höllenmaschinen. Worauf warten wir noch? Wenn wir uns nicht bald bewegen, werden es andere vor uns tun. Also müssen und werden wir den Prozess der Konfrontation einleiten. Sei ein Teil davon und hilf uns. Die Konverter sollen schweigen.
Dieser Steuerungscode, den unsere Techniker umprogrammiert haben, muss in den Zentralrechner dieser Einheit eingespeist werden. Er wird dafür sorgen, dass die Förderung des Elex gestoppt und die Lieferung nach Xarkor eingestellt wird. Wir werden mit diesem hier in Süd-Abessa beginnen. Ich war damals kein Techniker. Wie komme ich an den Zentralrechner eines Konverters? Über eine Konsole in der Steuerzentrale. Sie befindet sich immer im oberen Bereich eines Förderturms des jeweiligen Konverters. Was ist mit den Verteidigungseinheiten? Das ist unterschiedlich. In den letzten Wochen wurden zwar viele von ihnen abgezogen, aber auch schon mal durch neuere Modelle ersetzt. Es wäre ratsam, nach bewaffneten Kampfmaschinen, Drohnen oder auch Mutanten Ausschau zu halten. Gut. Hell. Kalt. Wie geht's dir? Wie geht es dir? Ich bin okay. Wir stehen noch ganz am Anfang des... Ganz am Anfang. Genau, so sieht's aus. Karte. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt ganz viele Quests. Ganz viele neue Quests. Alternative Verteidigung. Gejagt. Alternative Verteidigung. Ja, vogelfrei. Verbündete aus dem Mittelalter. Ich glaube, ich werde demnächst bei den Outlaws mal umgucken. Ich habe es in der Vorposten in die Daten ihren Vorgesetzten melden, wo ich mich aufhalte, wenn die Eisversche geschickt war und mich dubel. Das heißt, Alpsoldat. Da sind zwei Alpsoldaten, die ich besiegen muss. Was ist da? Einfach nur Konverter, okay. Macht der Mitte. Konverter in Süd-Abessa. Das ist alles Hauptmission. Ach du Scheiße. Süd-Abessa. Ich soll die abschalten. Okay, ich soll den Konverter abschalten. Dann mache ich das jetzt erstmal. In den Förderturm muss ich dafür, hm? Ah, da liegt noch was rum. Körperschild. Objektschild. Was zum Fick? Ist das Ausrüstung oder Magie? Zauberspruch, Schaden, Radius, Abklingzeit. Verbrauchbarer Alpzauber. Ah. Körperschild, verbrauchbarer Alpzauber. Rüstung plus 10. Gegenstände erspüren. 80. Oh, ja. Einmal auf die 5. Werde ich bestimmt irgendwann gebrauchen können. Werde ich bestimmt irgendwann gebrauchen können. Ich muss da oben hin. Gut, nächste Frage. Gibt's eine Möglichkeit rauf? Aua. Bleib hinter mir. Oh, dann ist das scheiß Eisschnabel auch noch ausgewichen. Rohes Fleisch. Ziemlich wenig dafür bekommen. Oh, der hat sich einfach mit dem Wühler angelegt. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Okay, geht denn hier auch irgendwo hoch vielleicht? So fahrstuhlmäßig. Das sieht mir sehr
fahrstuhlmäßig aus. Ende. Schalter. So. Wo bin ich hier? Kaya, Separatist. Okay. Krug. Körperschild noch einmal. Wunderbar. Ich liebe schön, dass es hier diese Einfachzauber in Form von Alptechnologie gibt. Okay, da komme ich scheinbar nicht durch. Warum auch immer. Du hast keinen Namen. Machtwelle, Elektroschrott, Machtstoß. Was ist denn Machtstoß jetzt schon wieder? Schaden 100. Mhm. Was bist du? Munition, okay. Mhm. Plasmagewehr. Dazu brauche ich ein bisschen mehr Geschicklichkeit, ein bisschen mehr Intelligenz. Wie viel habe ich noch? 33. Schussmodi, Magazingröße 6, Reichweite Schaden. Einfacher Holzpfeil. Aber was für Munition braucht man dafür, frage ich mich. Bolzen, Schrotpatronen, Brennstoff. Wahrscheinlich Energiezellen oder so, ne? Trockenfleisch. Drohnenkontrolle. Aha. Elexit. Oh, ich habe schon wieder ein bisschen überzogen, fällt mir auf. Hehe. Okay, uncool. Verschlossen. Okay, da darf ich nicht durch. Hier auch nicht. Das heißt, noch einen nach oben. So, sobald ich hier oben bin, sage ich, was ist für den heutigen Part. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Justin, haut drin und tschüss.